Dienstbesprechung für Ärztin Barbara Denecke und ihren Kollegen Andreas Koch. Sie ist Internistin, er Chirurg. Um 21.30 Uhr sind die Flure längst leergefegt. Die Ärzte sind in der Nacht auf sich allein gestellt, ob in der Notaufnahme oder auf den Stationen. Man ist permanent auf Touren. Man muss die ganze Zeit hier sein. Man hat keine Pause, wo man sagen kann, das ist jetzt die halbe Stunde, wo ich abschalten kann. Da funkt mich keiner an. Das hat man während des Dienstes keinmal. Und der Tag danach ist halt auch noch geprägt von den Eindrücken im Dienst oder einfach die körperliche Erschöpfung hängt einem noch nach. Dieser Junge wurde von drei Rechtsradikalen zusammengeschlagen, sagt der Vater. Er bekommt schlecht Luft und kann nicht laufen, er soll zum Röntgen. Hier ist auch Barbara Denecke eingetroffen. Das sind zwei Patienten, die eben zur Aufnahme gekommen sind, beide mit Bauchschmerzen unterschiedlichster Ursache letztlich. Und da wollte ich jetzt nochmal nach den Röntgenbildern gucken. Ist das manchmal schwierig, sich so schnell ein Urteil zu bilden? Manchmal ja. Das war jetzt relativ einfach, weil die Patientin relativ beschwerdearm war. So, also am Knochen sehe ich jetzt so nichts Schlimmes. Ne? Am Kopf und am Knie ist am Knochen sicher nichts kaputt. Auch das Kinn ist in Ordnung. Prellungen und Stauchungen, der Junge bekommt einen Verband und kann nach Hause gehen. Der Vater will Anzeige gegen die Schläger erstatten. Wo tut das denn am meisten nichts? Hier, wenn ich hier gehe, dann tut das hier weh. Ja, weh, ja. Wie ist das mit der Schreibarbeit? Macht man das nachts auch? Ja, letztendlich muss alles, was behandelt und gemacht wird, auch sofort dokumentiert werden. Ne? Denn man kann schlecht sowas lange liegen lassen, weil dann noch viele Einzelheiten und Details verloren gehen. Darum sollte man da schon möglichst frühzeitig festhalten alles. Komm. 22.40 Uhr, der Rettungswagen bringt einen Verletzten aus dem Bahnhofsmilieu. Eine Stufe, hier. So, prima. So, bring mal hin. Patient bei mir bekannt, heute schon einmal behandelt. Ja, vielleicht zwei auf jeden Fall. Ja, das hatten wir uns auch schon. Ja, ne? Alkohol in rauen Mengen. Ja. Der ist aber gleichmäßig und kräftig, der Puls. Gucken Sie mich mal an. Mich mal angucken. Stark alkoholisiert wird der Mann über Nacht aufgenommen. Viele vom Bahnhof kommen regelmäßig hierher. Die Mannschaft vom Rettungswagen bereitet sich noch auf dem Hof auf den nächsten Einsatz vor. Man ist 24 Stunden auf den Beinen. Man kann, oder ich sag mal so, man hat sehr wenig Zeit, sich mal irgendwo auszuruhen oder so, weil der nächste Einsatz kommt sowieso. Nicht für die 28-jährige Ärztin. Sie zieht sich um 0.30 Uhr zum Schlafen zurück. Ob bloß ein paar Minuten oder länger, weiß sie nicht. Ich meine, es ist ja auch kein Hotelzimmer, nicht als Hotelzimmer konzipiert, sondern als kurzzeitige Hinlegemöglichkeit und dafür reicht es so gerade. Möglich ist es nicht. Gegen 2 Uhr meldet sich ein Mann beim Pförtner, Herzbeschwerden, die Nachtschwester macht ein EKG. Weh. Nach nur 90 Minuten Schlaf ist Barbara Denecke nun hellwach. 10 Minuten später der nächste Notfall. Eine Frau aus einem Altenheim. Auch sie hat massive Herzbeschwerden. Gleichzeitig geht Andreas Koch noch einmal auf die Stationen. Irgendwann ist es schon so, dass man den Nachtdienst als was ganz Normales hinnimmt. Ne? Und man meint auch, dass einem dann keine Überraschungen mehr so großartig passieren können. Das stimmt nicht. Also irgendwie gibt es doch immer wieder Fälle. Jede Nacht kann was passieren, eben die was Besonderes sind und was noch nie da war. Ne? Der Chirurg wird vorerst nicht mehr gebraucht. Er legt sich schlafen. Der ältere Mann hat das Bewusstsein verloren, Verdacht auf Herzinfarkt. Der Notarzt, zufällig im Haus, fasst mit an. Im Moment sieht es nach dem EKG nicht so aus, aber der hat noch Beschwerden, ist auch sehr aufgeregt, ist jetzt aber erstmal primär versorgt und es ist soweit okay und jetzt die alte Dame hier nebenan, da muss ich mir jetzt so, guck mal, die war schon ein paar Mal da, deswegen gucke ich hier nach den alten Unterlagen im Computer und das ist das Heim, wo sie wohnt und gibt mir jetzt die Medikamente durch, die sie hat, das weiß ich nicht. Klinik, Raphaelsklinik. Die Mannschaft von der Feuerwehr hat einen neuen Einsatz, der Herzpatient liegt auf der Intensivstation, nun kehrt Ruhe ein in der Klinik.